Bald wird es ernst für Jogi Löw und seine Mannschaft. In wenigen Tagen werden die 23 nominierten Spieler und das Betreuerteam in den Flieger nach Russland steigen. Am 17. Juni startet das DFB-Team mit einem Spiel gegen Mexiko in die WM. Am Dienstag hatten die Journalisten noch einmal die Möglichkeit, mit den Spielern zu sprechen. Der DFB hatte zum sogenannten Media Day geladen. Abwehrchef Jérôme Boateng ist nach seiner Verletzung rechtzeitig zur WM fit geworden. Die Mission Titelverteidigung sei ein schwieriges Ziel, sagt er. Ja, ich glaube, als Weltmeister ist es nochmal ein Stück schwieriger, die Aufgabe, weil als Weltmeister bist du immer der Gejagte. Aber wir wissen auch, dass es eine schwierige WM wird mit sehr starken Teams. Aber wir sind, glaube ich, positiv eingestimmt. Wichtig ist ein guter Start und dann fängt das Turnier erst richtig an. Die Stimmung scheint schon jetzt gut zu sein. Bis das Team in den WM-Modus komme und den berühmten Teamgeist entwickele, könne es aber noch etwas dauern, sagt Real Madrid-Profi Toni Kroos. Ja, sowas muss sich natürlich immer ein bisschen entwickeln. Jetzt sind wir seit ein paar Tagen dann mal komplett vollständig. Ich glaube, dass schon eine gute Stimmung herrscht, aber sag ich mal, so ein Spirit außerhalb des Platzes auch, das entwickelst du eben auch durch gemeinsame Erfolge, durch das Gefühl, gemeinsam stark zu sein, durch gemeinsam gute Spiele sowas entwickelt sich dann meist während dem Turnier. Das war in Brasilien eigentlich ähnlich. Und wir hoffen natürlich, dass sich so ein Geist irgendwo entwickelt, aber viel wichtiger als das ist natürlich die sportliche Qualität. Für Marco Reus ist die WM in Russland eine ganz besondere Sache. Schließlich hatte er zuletzt die WM in Brasilien und die Euro in Frankreich verletzungsbedingt verpasst. Aber natürlich freut man sich, wenn Nationen mal dabei sind, Länder dabei sind, die noch nie bei der WM dabei sind oder dabei waren. Weil es einfach auch für die dann was Großes ist, mal bei so einem Turnier dabei zu sein. Wenn sie dann natürlich gegen große Nationen wie Deutschland dann natürlich antreten dürfen, was ist natürlich schön. Aber da können wir halt, oder wollen wir natürlich auch gegen die gewinnen, weil wir natürlich eine Mission haben. Den Weltmeistertitel verteidigen konnte zuletzt übrigens Brasilien. Das ist allerdings schon 56 Jahre her. Es wäre also mal wieder Zeit.